Grüß euch, Madeka hier. Willkommen zu einem Kriegsvideo. Ein Rush-Krieg. Wir kämpfen gegen. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht, weil ich kann Kyrillisch nicht so richtig. Ich spreche es jetzt mit unserem Alphabet. Das gegen Arbekenpöble. Und zwar sind es Russen, angeblich die Nachfolger von Aggressive. Die waren ja lang vorn dabei. Es hat sie inzwischen ja auch die andere Allianz, Kobia, angeblich spricht man die Kovtschek. Die spricht, also die hat sich ja aufgelöst. Ich nehme an, dass die so ein bisschen ein paar Spieler davon abgekriegt haben. Und das ist jetzt zurzeit die bessere russische Allianz. Sie ist in der Rangliste ein bisschen hinter uns. Früher schon, aber waren auch russische Allianzen als Spezialisten für Rush. Es gibt Gerüchte, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich maul jetzt drüber, dass recht viel mit Discord gespielt wird. Und das hilft bei Rush besonders, weil man bei Rush sehr vorsichtig spielen muss, nichts übersehen darf. Und bei fast allen Allianzen, auch bei uns, die ein bisschen schwächeren Spieler, das bei normalen Kriegen gut, sagen wir, kaschieren können. Da kann man nicht so viel falsch machen, wenn man einfach die Steine irgendwie runterspielt. Und bei Rush sind aber ganz entscheidende Züge am Anfang, wo halt einfach jemand, der nicht so viel aufpasst, dann Nachteil hat. Und jedenfalls sind wir von den Helden her und auch sonst von der Rangliste ein bisschen vor unseren Gegnern. Es war uns aber schon vor dem Krieg klar, dass wir nicht unbedingt Favoriten sind. Und so entwickelt sich es jetzt auch. Wir haben 115 noch, sie noch 116 und sie sind ein bisschen vorne. Also sie sind ganz leicht vorne, entschieden ist noch lange nichts. Aber bei Rush auf jeden Fall sind das richtige Brocken. Dazu kommt ja das, weil beim letzten Seelentausch sowohl Alfrike als auch Ludwig zur Auswahl waren. Dadurch haben fast alle Spieler in den vorderen Bereichen haben eine sehr starke Rush-Aufstellung, weil halt, was auch immer gerade gefehlt hat, hat man ersetzen können. Und weil das halt weiterhin Bestandteile von den bestmöglichen Devs sind, schwindet der Vorteil, den die stärkeren Allianzen, was die Devs betrifft, haben. Also keine Frage, sie spielen das offensichtlich besser als wir. Ob jetzt wegen Discord und das vielleicht nur ein paar wirklich gut spielen und für mehrere spielen oder nicht, warum auch immer, ich glaube, sie sind im Schnitt stärker. Und deshalb tun wir uns so schwer. Ich hoffe, das wird noch was werden. Jetzt gehe ich noch einmal kurz raus. Ich werde dann später einen Angriff nach dem anderen so halt aufnehmen. Was gibt es sonst aktuell? Das Turnier, von dem habe ich noch nichts berichtet. Im Turnier, meine Verteidigung ist der Baum. Der hat sich ja bis vor einiger Zeit auch, also bevor er genervt worden ist, war er ja auch bei 5 Sternen ganz normal, bei Rush Kriegen ganz stark. Und ich wüsste jetzt nicht, warum irgendwas dagegen sprechen sollte, dass der bei 4 Sternen einer der Besten ist. Viele andere haben Franz aufgestellt, ist auch ein sehr unangenehmer Tank. Ich habe mir immer als Flanke dazu. Warum ich bis jetzt noch gegen wenig Kalios gespielt habe, verstehe ich auch nicht, weil der ist einfach sehr gut. Auch bei 5 Sternen eben immer dabei. Und jedenfalls läuft mein Dev sehr gut. Also sehr viele Angriffe und hauptsächlich Siege. 76,9, die wird wohl in A bleiben. So stark hätte ich es nicht erwartet, aber freut mich. Ihr seht, dass ich auch in der Dev-Zabok dabei habe, weil dieser Familienbonus, die 5% Mana-Beschleunigung für alle, ist bei Rush besonders wertvoll. Extremst im Angriff, das, ja, ich habe jetzt kein Video davon, aber ganz generell, wenn man die richtigen Helden mitnimmt, laden dann alle für 6 Steine, wenn man Zabok dabei hat. Ich habe nur so gespielt. Aber auch in der Dev machen die 5% ein bisschen einen Unterschied. Und wenn es oft nur entscheidend ist, ob der eigene Baum vorher feuert oder der eigene Franz feuert, bevor die Gegner irgendwelche Verzauberungen spielen wollen, ja, dann ist halt Mana-Beschleunigung sehr wichtig. Und ob das jetzt wirklich ideal ist in der Zerschwarz, ich meine, wenn ich sehr viele gute, mächtige, langsame Helden hätte in 4, die halt auch ordentlich zuschlagen, hätte ich vielleicht Zabok nicht aufgestellt. So, aber glaube ich, es ist voll entscheidend, ob meine mittleren Helden auslösen und dann ob Kalio auslöst. Und ist mir fast lieber, ich habe außen einen für sich harmlosen Helden, der für alles andere beschleunigt. Gut, Wiederbelebung ist bei 4 Sternen nicht wichtig. Im Angriff, ich habe einmal verloren, am Anfang leider relativ deutlich, gleich im zweiten Angriff, zweiten Kampf. Und bin auf Platz 230, ist ganz gut. Aber es ist 4 Sternen immer so, dass im Angriff man ziemlich bevorteilt ist. Und deswegen, ja, also ist ein weiter Weg, dass ich da reinkomme. So, oder, und dann war noch was sehr Erfreuliches, und zwar, einige werden mein großes Beschwörungsvideo gesehen haben. Ich habe mir dann am letzten Tag noch die Münzen gekauft für
wie es geheißen, für die Paktbeschwörungen und habe tatsächlich Gordus noch bekommen. Also, ja, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ich habe nur, wie es dazu kommen ist, habe ich schon die anderen Helden, die ich gekriegt habe, Toxikandra, Khufu, Bengi und auch Bogart schon zu leveln begonnen. Jetzt bin ich komplett ohne Futterhelden. Ich könnte natürlich für viel Nahrung und so welche beschleunigen, aber so wichtig ist es nicht. Das heißt, es dauert jetzt sehr lang, bis Gordus fertig ist. Ich habe derzeit nur 4 Wappenröcke, aber auf jeden Fall, ja, sehr schön, dass ich mit den, ich weiß nicht, wie viel waren das? 7 plus 10, ich glaube 17 Beschwörungen, also 17 Münzbeschwörungen, dass da genau der eine Held kommen ist, der mir am wichtigsten war. Nur besser, natürlich Milena zusätzlich oder Ruby, na, wie immer, also war jedenfalls gut. Ja, dann werde ich jetzt dann zu den Angriffen übergehen. So, ich beginne mit meinem ersten roten Damage-Stack gegen ein Team mit 3 grünen Helden. Wächtergorilla kann entzaubern, das kann gegen Ludwig helfen. Ich probiere immer, dass ich gegen die Teams, die nicht 2 direkte Bedrohungen haben, also in dem Fall ist die direkte Bedrohung Alfrike und ich meine als direkte in dem Fall würde ich meinen über Schaden, also Khufu. Natürlich ist die Herrin eine große Bedrohung, Ludwig eine große Bedrohung. Aber ich meine jetzt, also Teams, die nur einen Schadenshelden haben, dann nehme ich eher keinen Daunt mit, sondern nehme eher die Mana-Blockierer und Specials-Blockierer mit. In dem Fall jetzt Mickey und Proteus. Auch weil die Herrin oder auch Waterpipe, die bei den Gegnern auch öfter steht, das Ganze nicht resisten kann. Während Khufu das sehr wohl resisten kann. Das ist einer der Hauptgründe, warum Khufu so gut ist in der Def. Okay. Also es schaut nicht so schlecht aus, weil ich, wenn nicht irgendwelche schieren Kombos kommen, Mickey laden können werde und auch die beiden roten Kombos jetzt nicht unbedingt so ausschauen, als ob sie weit weg wären. Ich werde mit das beginnen. Wenn du jetzt nicht passt, ist keine grüne, also kein grüner Stein nachkommen. Jetzt kann ich schon schauen, wie es am sichersten ist, dass nichts passiert. Am sichersten ist, glaube ich, wenn ich blau unten nochmal spiele. Und dadurch werde ich dann auch meine. Also ist ein feines Board, wenn da nicht irgendwas dazwischen kommt, was wirklich unerwartet ist, dann wird man sich jetzt anschauen können, wie fein der Schadensdeck ist. Ja, jetzt ist was dazwischen kommen und zwar der Mana Debuff auf Khufu. Das war was, mit dem ich offensichtlich nicht gerechnet habe. Jetzt habe ich schon groß geredet und muss mir aber jetzt überlegen, wie ich damit umgehe. Meine, sie sind noch ein paar Runden blockiert. Wie viele Runden sind es noch? Noch 3. Jetzt will ich halt auf keinen Fall, dass irgendwer. Das Problem ist halt, dass Kalö auslösen wird. Schauen wir, ob ich Kalö noch verhindern kann. Na, es geht sich nicht aus, dass ich Kalö verhindere. Sagt man nicht das Prinzip, nämlich dass Kalö die Steinhard kriegen wird. Es sollte normalerweise trotzdem nichts passieren, weil jetzt dann bald meine Helden, also meine die roten Steine haben und so, aber die sind nur noch 2 Züge blockiert. Also sprich, ich will jetzt, dass niemand vorher stirbt, bevor mit Kalle was passiert. Aber es ist alles,
ein bisschen zerfahren, weil ich muss Blau jetzt laden, damit ich gleich mit Niki wieder blockieren kann. Also überlegen wir. Dann heben wir nur auf die Entscheidung, was ich wann spiele. Ah, passt, das ist wenigstens der Rote gekommen, dass ich fix dann jeden ganzen Schaden machen kann. Jetzt kann ich. Werde ihm als ersten Schaden zufügen. Alle werden getroffen. Dann werden wir einmal so drüber fahren und so. Aha, und das habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja eine gute Sache. Ich hätte in Wirklichkeit jetzt nicht so spielen brauchen. Und zwar, der geteilte Schaden bewirkt ja, dass viele kleine Portionen Schaden auf jeden Helden gehen und dadurch geht die Steinhaut auch weg. Und das habe ich gar nicht gedacht, hätte ich gar nicht so herumtun brauchen. So, jetzt mit einem blauen Team und vor allem mit Ludwig gegen die beiden Helden bei den Gegnern, die Schaden machen. Bei mir sind fast alle guten Antworten für Rush, für die Einzelhelden, entweder lila oder blau. In dem Fall, wenn ich einen blauen Stack spiele, muss ich halt ausweichen, habe ich jetzt Kulerva, ist auch gut, aber finde ich nicht ganz so stark wie die Helden, die drei bei den Gegnern ausschalten können. Der blaue Stack hat Frieda gegen die Verzauberung dabei, um eben was gegen Ludwig machen zu können. Ja. Ich kann lila laden. Das ist einmal das erste Positive. Ich muss nur überlegen, wie man möglichst wenig sonst verbaue. Ich spiele eigentlich gern, wenn ich weiß, ich habe da jetzt, da kann ich links lila spielen oder in der Mitte lila spielen. Dann spiele ich lieber die riskantere Kombi, also die, bei der was passieren kann, zuerst, weil ich dann, wenn die daneben geht, nur irgendwie ummodeln kann, sagt man bei uns. Also ich werde jetzt, glaube ich, senkrecht lila spielen in der Mitte, auf Alfrike. Falls irgendwas passiert, dass unten blau kommt und rot, dann ist es sofort passiert, kann man eh nichts machen. Wenn das später kommen, wir hätten ja nichts machen können. Jetzt spiele ich lila außen. Ja. Leider kriegt Kalio die Steinhaut, kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich habe aber also eine blau über. Ja, es wird sich schon ausgehen, hoffentlich. Ich hole mir mal gleich Ludwig auf jeden Fall. Und ich habe natürlich die Steine grundsätzlich, dass ich dann blau kriege. Ich muss nur irgendwie hoffen, dass ich nicht, muss man sagen, dass ich in der Zeit nicht Ludwig zum Beispiel auslöse. Bei den Gegnern. Meinen eigenen Ludwig werde ich natürlich auslösen. Dann hole ich mir als erst die blauen. Ein paar Züge dauert es. Ah, das wird. Na gut. Dadurch, dass ich jetzt. Ja, aber nein, das muss sich einfach irgendwie ausgehen. Muss man überlegen, wer am besten oder am wichtigsten ist zu blockieren. In Wahrheit kriege ich den Ludwig auch vom Gegner über Schaden weg im Normalfall. Steinhaut für 5 Züge, das ist natürlich arg und deswegen muss ich oder will ich ihn auf drauf spielen, so will ich beginnen. Okay.
Also die große Bedrohung ist einmal weg und ich kann dann auf der linken Seite die blauen Steine wiederholen. Überlegen. So werde ich auch alles geladen kriegen. Und damit war es das dann. War ein gutes Board, hätte wahrscheinlich nicht so viel herumtun brauchen. So, jetzt wieder drei rote Helden gegen die drei grünen. Das Deck ist jetzt, geht bei mir nur auf eine Seite fix, hat mit Mariana aber zumindest eine Möglichkeit, um Verzauberungen von Ludwig vielleicht wegzunehmen. Herrscher Locke wird, wenn ich ihn am Anfang kriege, fast immer Ludwig kopieren. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Also mit Drachenbombe und Auslösen sind meine roten Helden geladen. Ich glaube nicht, dass ich mir das nehmen lassen sollte. Jetzt muss ich schauen. Es geht gar nicht. Es gehen relativ viele Steine dann auch auf Alfrike. Es gehen die ersten zwei roten. Nein, es geht viel zu viel auf Alfrike. Es ist unmöglich. Da muss ich mir irgendwas anderes überlegen lassen. Das Problem ist, wenn man jetzt das eben vorausschaut, wenn ich die Drachenbombe spiele, rücken die lila Steine in der Mitte hoch und dann würde ich durch Auslösen der Drachenbombe die lila Combo auslösen, grün auf Alfrike und ich bin wahrscheinlich tot. Jetzt schauen wir mal, was könnte ich alternativ machen? Ist natürlich auch mit Risiko, ihr kennt. Lila zentral spielen, hoffen, dass keine grüne Combo kommt. Dann lila auf, also außen spielen und damit, ja, ich meine, ich glaube fast, dass das in Summe besser ist. Gibt es eine Möglichkeit fix? Nein, auf Rot komme ich nicht fix. Na, werde ich nicht hinkriegen. Wie geht das Risiko in der Mitte? Ah, nicht zu viel, bitte nicht zu viel. Jetzt darf nicht noch einmal grün nachkommen. Und das so außen. Passt kein grün nach. Jetzt kann ich in der Mitte blockieren. Sollte meine. Jetzt schauen wir mal. Nur, dass nicht außen Kalö auslöst. Jetzt müssen wir schauen, wie am ehesten. In Wahrheit, wenn ich jetzt einfach die fette Kombo in der Mitte spiele, mit Drachenbombe und allem drum und dran, da werden auch genug Steine verschoben, dass ich wahrscheinlich eine andere Wahl habe. Genau, jetzt kommt der rote, kommt vor. Gott, jetzt sind sowieso genug andere rote kommen. Und jetzt muss aber auf jeden Fall die Kalö-Seite sterben. Schauen wir mal, ob es mit den beiden reicht. Wenn nicht, muss am Schluss. Nein, es reicht nicht. Also muss Mariana noch drauf. Ich habe es aber eh gleich wieder alle geladen. Also sehr gut. Es war, glaube ich, man war natürlich ein Risiko dabei am Anfang, dass ich mit den lila Steinen und Hehl begonnen habe. Aber wie gesagt, wenn ich links rot gespielt hätte, hätte ich hundertprozentig Alfrike ausgelöst. Und eine andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht gesehen, eine sinnvollere. Kann sein, dass ich irgendwas übersehen habe.
Also ist jetzt der letzte Gegner hat mir also nur 48 Punkte gebracht. Das ist gerade eine lustige Situation. Die Gegner haben nämlich einerseits wahrscheinlich ihre schwächeren Teams stehen mit Drivils. Die bringen aber alle nur, einerseits nur, gut, der bringt sogar ein bisschen mehr Punkte, aber die anderen sonst bringen alle nur 48 Punkte. Und zusätzlich sind wir es wirklich, also ich zumindest bin es nicht gewöhnt, gegen Trivial zu spielen. Ich glaube schon, dass Alfrike besser ist, sonst würden ja nicht alle Alfrike stellen. Aber irgendwie Trivial ist auch unangenehm und deswegen kann er sich die Blöße geben, dass er gegen einen Trivial verliert. Werden wir schauen, vielleicht hole ich mir noch eines von diesen Teams. Ansonsten warte ich auch fast lieber, bis sich irgendjemand erbarmt. Generell ist es jetzt bei uns die letzten Angriffe sehr gut gegangen, sehr viele One-Shots, wenn man so schaut. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich wieder die Führung übernommen. Sie noch 110, also sie müssten mit 23 Angriffen 21 Gegner wegkriegen. Das hoffe ich einmal, dass wir das doch nicht schaffen. Also momentan haben wir wieder die Führung übernommen. So, in dem Team habe ich keinen bestimmten Plan gegen Ludwig. Aber ich kann sowohl mit Waterpipe ihn verhindern. Also sprich, Waterpipe-Minions können ja dem Gegner Immunität gegenüber Statuseffekt-Veränderungen, also Boni geben. Sprich, wenn ich sie vorher lade, ist Ludwig ziemlich ausgeschaltet. Genauso auch kriegt Kalio keine Steinhaut. Ludwig kann halt die mittleren abfangen und zusätzlich habe ich gern die gelben Steine, um eine andere Möglichkeit gegen Ludwig zu haben. Ich glaube, das passt schon so. Ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor Trivial. Ihr habt es eh gesehen, ich habe im 4-Stern-Turnier auch als Tank gestellt. So. Nicht so leicht, was da alles als bester Zug ist. Ich würde mit allem Möglichen irgendwie zwar die gelben Steine zusammenkriegen, davor aber Trivial auslösen. Wenn ich. Wirklich toll wäre natürlich, wenn ich meinen eigenen Ludwig anwerfen könnte. Das wäre so eine echte Defensive. Weil ich könnte natürlich spekulativ außen blau spielen. In der Hoffnung, dass ein weiterer blauer Stein nachkommt, aber da gibt es jetzt nicht so viele. Also es sind, na doch, es sind vier Positionen, auf denen ein blauer Stein reichen wird, um mein Waterpipe auszulösen. Ob ich das machen soll? Dass ich nichts übersehe. Es sind gar nicht so wenig Steine in meiner Farbe, aber. Auf Lila sehe ich jetzt nichts, wie kommen kann. Gelb gibt es zwar Möglichkeiten, aber. Da passiert zu viel bis dahin. Ich glaube, ich mache das jetzt außen. Zu viel irgendwelche Steine. Wenn keine Combo kommt, kann ich allerdings jetzt, so wie es Bord sie entwickelt hat, Ludwig laden. Es darf halt nicht irgendwie nicht rot nachkommen. Wenn es nachkommt, bin ich komplett zerstört. Es kommt noch. Also ich bin jetzt nicht ganz komplett zerstört, aber gut schaut es nicht aus. Dadurch, dass Ludwig geladen ist, habe ich zumindest eine Defensive und ich werde trotz meiner Minderung meine gelben Helden anwerfen können. Ja, hilft ja nicht, ich muss sie spielen. Das wird nicht ewig, 5 Züge. Ich glaube, es ist fast am besten, ich nehme jetzt Trivial in der Mitte fix aus. Ich kann leider schwer abschätzen, wie viel Schaden meine Helden mit Minus-Angriff machen. Und weil ich das nicht abschätzen kann, ziele ich voll auf ihn
und kann dann nämlich in der Mitte Blau kosten und mein Waterpipe anwerfen. Jetzt kann Blau gekostet werden. Passt, kein Combo. Waterpipe ist da. Leider weiß natürlich nicht, welche Helden von den Gegnern jetzt blockiert werden. Wenn ich fix wüsste, dass Ludwig dabei ist, könnte irgendwas anderes spielen, aber ich weiß es nicht, deswegen muss ich eher da jetzt da auf der Khufu-Seite bleiben, obwohl er jetzt da mir was wegschießt. Es ist du das sowieso, mit dem hat es eigentlich nichts zu tun, aber ich muss auf der Khufu-Seite bleiben. Einfach so vor. Ja, das ist eigentlich ein. Ah, ich wollte sagen, ein guter Outcome. Oder ein gutes Outcome, wie immer. So bin ich ein bisschen angewiesen, dass meine Minions treffen. Und ich habe nur mehr einen Minion, das ist ziemlich blöd. Aber zumindest ist Kalü getroffen worden, dass er keine Steinhaut kriegen kann. Vielleicht komme ich da raus. Mal schauen, wie viel Mana 7. Das heißt, stimmt ja gar nicht. Meine Helden werden geladen. Wir kommen nicht durch. Das ist schwierig. Ich kann entweder die gelbe Drachenbombe spielen, spiele fix in Ludwig rein, er löst aus. Ich glaube, das ist ein Scheiß, das darf ich nicht machen lassen. Also nicht Zukunft, nicht passieren lassen. Ich muss vielleicht doch riskieren. Ich befürchte, es wird sich so, selbst mit der Schadenserhöhung durch. Es geht sich nicht aus. Wegkriege ich das Ganze nicht. Aber hilft ja nicht. Ich schlucke noch einmal. Ja. Aber jetzt kann im Gegenangriff wahrscheinlich das meiste umbringen. Passt. Das geht sich aus. Eigentlich ganz gutes Board, aber ich glaube, es waren da genügend Sachen, die man falsch machen hätte können. So, mein zweiter Mickey ist ja auch noch da. Der lila Damage Deck ist deshalb besser als viele andere, obwohl es gegen lila geht, weil Luhi vorm Angreifen entzaubert und dadurch kann er in den Taunt rein angreifen und das Deck kann trotzdem im Normalfall jeden Gegner umhauen. Man muss natürlich jetzt erst die lila Steine kriegen. Und die hole ich mir jetzt hoffentlich. Oder auch nicht. Also Mutter früh aktiviert ist jetzt nicht so schlimm. Ihr könnt einmal spekulativ rechts die drei Grünen auf Mutter spielen, in der Hoffnung auf die blauen Steine, aber so wirklich weiter bringt mir das halt trotzdem nicht. Ich werde es jetzt trotzdem machen. Ah, nix. Gut, das bringt ein bisschen. Oh, das wird schon besser. Das hat zwar jetzt nicht wirklich viel gebracht, aber. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob da die Mana-Truppe war. Es könnte schon sein, wenn ich jetzt senk, also wenn ich in der Mitte grün spiele, dann gelb spiele. Ich glaube, dass wenn ohne Mana-Truppe, glaube ich, dass ich
an Alfrike quasi das Vorbeikommen ist falsch gesagt, aber das ist, ich glaube, es bleibt mir momentan nicht viel anders übrig, als einmal den Zug zu machen. Ah, jetzt haben wir da Blau in der Mitte. Ich befürchte, es bleibt mir nicht viel anders übrig, als dass ich da einfach reinspiele. Wenn entweder Kara nicht getroffen wird oder wenn ich mit Miki durchkomme und den gegnerischen, wie aus der Khufu, blockieren kann, dann sollte genug Steine, genug Zeit haben, um Alfrike auszusitzen und dann Lila zu laden. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ich da viel anders spielen kann. Lila kriege ich vorher nicht voll. Ja, hilft nicht. Rein. Wenn Kara nicht getroffen wird, ist es fein. Ja, leider nicht. Das ist einmal nicht geglückt. Noch ist es nicht ganz aus, sonst ich kann hoffen. Die Frage ist, ob man, wenn ich nach oben senkrecht, das ladet zu viel vorher. Es hilft nicht. Ich muss, glaube ich, da rein. Wenn blockiert, habe ich ein Problem. Stand gehalten, jetzt habe ich das Problem. Der haut mich zusammen. Mal schauen wir, vielleicht kriege ich auf der linken Seite die Steine. Nein, ich krieg's nicht. Ich befürchte, dass zumindest, wie heißt es, zumindest Luhi tot ist vom Khufu-Angriff. Wenn ich irgendwie durch ein Wunder das überlebe. Also ich habe noch zwei Runden blindwütiger Angriff, das heißt, das ist sowieso gelaufen. Ah, sie sind noch, in Wahrheit bin ich ein bisschen daneben. Jetzt ich kann ja jetzt laden. Das Problem ist, ich darf Alfrike nicht umbringen damit. Wie bringe ich Alfrike nicht um? Das ist die Frage. Nein, im Normalfall, wenn ich so spiele. Also sprich, ich muss Alfrike nicht umbringen und die anderen müssen aber geladen sein. Ohne dass Khufu geladen ist. Ich glaube, es bleibt mir nur die Hoffnung. Eigentlich habe ich ja nur einmal Zeit. In Wahrheit müsste das so noch einmal reichen. Dann ist Kara geladen. So. Den Schutz habe ich. Spielen wir das. Und jetzt wäre es halt gut, wenn ich bei für Mutter. Wird es knapp, ob das reicht. Wie viel Schaden haben wir da? 250. Einen Buff wegkriegen. Also für Mutter reicht es nicht. Ist aber jetzt gar nicht so das Schlimmste, kann ich mir einen Stack keine Arme laden. Ah, doch, es reicht sogar. Jetzt muss ich nur, darf ich mich nur nicht ganz vertun. Ich glaube, das Sicherste jetzt wird sein, wenn ich auf ganz komische Art da außen mal das Blau hole. So, mein Blau kann ihn blockieren.
Meine Helden laden ihm denn die Steinhaut wegnehmen und ihn umbringen. Wahrscheinlich habe ich das wieder ein bisschen zu eng gesehen, gewürgt, nicht irgendwas ganz daneben machen. Im letzten Kampf habe ich mich jetzt für zwei Einzellösungen entschieden, die gar nicht so oft spielen. Und zwar Fricke taugt mir deshalb normal gar nicht so, weil ich halt nur an bestimmten Gegner zu zwei Drittel triff, wenn alle fünf da sind. Keine Frage, es ist eine gute Lösung, aber wenn man so weit ist mit einem Account wie ich, dass man halt viele noch bessere Lösungen hat oder sichere Lösungen, ist das gar nicht so ideal. Aber ich probiere das jetzt einmal so zusammen, Alfrike und Babels irgendwie. Das könnte ganz lustig werden, schauen wir mal. Im Endeffekt läuft es eh natürlich wie immer drauf raus, ob man früh genug seine Hauptfarbe kriegt. Grünes Deck, alle drei meiner grünen Helden verhindern. Ja, jetzt kann ich wieder nicht weiter danken, weil es. Ist kein schöner Start eigentlich. Ich brauche mich wenigstens nicht ärgern, weil die Farben waren bei mir von Anfang an klar, dass ich die mitnehmen werde und könnte mich ärgern über die Zusammenstellung vielleicht, ja. Aber wie gesagt. Ich wüsste nicht, welche Farbe ich da kriegen soll. Grün, klar, vier Steine, ja, aber mit vier Steinen kommt man halt nicht übermäßig weit. Nicht drei Spiele das vor. Manchmal ist es dann in so einer Situation gar nicht so schlecht, einfach voll auf Alfrike spielen in der Hoffnung. Aber das Problem ist, da ist rundherum bei den Gegnern alles so, dass man es überhaupt nicht mag, dass es auslöst. Tatsächlich habe ich von einer Drachenbombe eigentlich nichts weiter. Ich könnte hoffen, dass ich links, wenn ich grün nach links spiele, dass vielleicht unter dem grünen Stein einer kommt und dann könnte ich noch einmal rot spielen und hoffen, dass das mich das irgendwie weiterbringt. Probieren wir das einmal so. Okay, einmal grün ist da. Das heißt, ich habe jetzt drei Chancen unten auf einen weiteren grünen Stein. Und ich glaube, es hat sich nichts geändert, dass ich irgendwie einen anderen sinnvollen Zug machen könnte. Deswegen spiele ich jetzt so. Noch nicht. Das ist schlecht. Und jetzt geht mir dann auch die Zeit aus, dass selbst wenn der grüne Stein kommt, selbst wenn. Jetzt habe ich wieder nur, außerdem nur noch eine Chance auf den grünen Stein. Lila bringt mich nicht weiter. Bitter. Harakiri in der Mitte. Das Problem ist, wenn jetzt Alfrike auslöst, habe ich sowieso ein großes Problem. Ich könnte da ein Combo durchschießen und wenn irgendwas Gutes nachkommt, dann bin ich vielleicht noch rechtzeitig fertig, dass ich was machen kann, bevor. Ich befürchte es. Ich muss einfach noch rühren. Wenn genau der Grüne kommt, der eine nein, kommt nicht. Jetzt bin ich nicht in der Zeit fertig und. Es löst alles aus. Verdammt. Jetzt muss ich glaube ich vorstellen, ist das ganz komisch, aber wenn ich jetzt Lila nach links spiele in der Mitte, dann könnte noch der grüne Stein sofort kommen und zumindest wenn Alfrike meiner grünen Helden nicht trifft, kann ich zumindest Ludwig noch verhindern und ich glaube, ich muss auf sowas Komisches jetzt hoffen. Ja, kommt eh nicht. Ah, doch, kommt. Bitte nicht beide treffen. Okay, zumindest kann ich jetzt mit Franz verhindern,
dass Ludwig was kriegt und auch dass Karlöden, ja, ich meine, ich bin natürlich trotzdem weit weg davon, irgendwo da rauszukommen, aber zumindest kann ich jetzt links Steine spielen. Das verhindern wir mal. Ludwig ist umsonst, Karlöden macht Schaden, aber sonst nichts. Aber ich kann lange Zeit nichts Sinnvolles tun. Ich kann da links in Ludwig reinspielen und hoffen, dass ich da irgendwie noch. So, na gut. Jetzt kann ich ja schon wieder spielen. Ein bisschen was, also ganz tot bin ich noch nicht. Kann jetzt da lila und einen grünen laden. So. Alfrike ist geladen. Wen kann ich jetzt rausnehmen? Ist die Frage, ob ich glaube, da ist der erlittene Schaden erhöht. Das heißt, ich werde Alfrike ausschalten können mit meiner, wie heißt sie, mit meinen, ja, die Winifred. Das sollte gehen, und wenn ich danach Alfrike einsetze, ist das nicht gegangen. Habe ich sie nicht anzielt? Habe ich mich, ah, ich habe sie, jetzt ärgert es mich wirklich, ich habe sie anvisiert, aber nicht wirklich ausgelöst. Das kann natürlich alles daneben gehen, nur deshalb. Okay, wenn ich so trifft, dann passt es trotzdem. Sehr gut. Das wäre ja vielleicht ärgerlich gewesen, wenn ich jetzt dadurch verloren hätte. Ja. Es waren jetzt größtenteils schon ganz gute Boards zum Arbeiten, aber das letzte zum Beispiel war schon ganz schön rauskämpft eigentlich. Keine Ahnung. Ich steigere mich gern bei meinen Angriffen ein bisschen rein und tue so, also, oder gar nicht tue so, nicht um das so zu verkaufen, sondern habe oft das Gefühl, es schaut schlechter aus, als es wirklich ausschaut. Aber diesmal habe ich wieder die Meinung gehabt, dass es nichts wird. So, ich habe mir das kurz angeschaut und ausgerechnet von den Angriffen, die wir haben und die Sie haben. Momentan schaut's aus, geht es ungefähr Richtung 7400 zu 7150. Ist natürlich noch lange nicht entschieden. Aber da wir ja schon mehr Angriffe gemacht haben und eben so vorn sind vom Schnitt her, sagen wir, bin ich optimistisch, dass sich das ausgeht. Wäre, wie gesagt, ein wichtiger Sieg. Auch wenn wir bei normalen Kriegen, glaube ich, deutlich stärker aufgestellt sind als unsere Gegner, ist es bei Rush so, dass es eben überhaupt nicht klar ist, dass das gut für uns ausgeht. Ich werde jetzt das Video gleich zusammenschneiden und noch in der Nacht online bringen, weil ich am Vormittag nicht viel Zeit habe. Das heißt, das ist jetzt nicht das Endergebnis, das schreibe ich vielleicht ein kurzes Kommentar hin. Keinen Loot. Ihr werdet es überstehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Übliche. Drückt auf Abonnieren. Wer das noch nicht hat, ich bin, glaube ich, jetzt beim Erstellen des Videos fehlen mir noch 10 Leute für 1000. Würde mich freuen, wenn das noch in dem Jahr passiert. Danke, bis bald. Tschüss.